Ich habe zwar als ehemaliger Fußballprofi sicherlich ein gewisses Leistungsprinzip immer schon kennengelernt, habe aber auch festgestellt, dass gerade heutzutage bei den Kindern es gar nicht so entscheidend ist, immer wieder den Druck aufzubauen, immer wieder mehr zu fordern, und habe meine Fußballcamps in dem Moment korrigiert, als uns andere Werte wichtiger sind. Teamwork, Fairplay, einfach mal zu sagen, ey Leute, okay, der Ball war im Aus und nicht einfach, mir doch egal. Für uns ist es wichtiger, dass wir Kinder begleiten, die Sozialkompetenz einfach auch mitbringen, weil das im Leben einfach noch wichtiger ist, auch auf dem Fußballplatz. Ich würde ja so gerne mitspielen, aber ich traue mich nicht. Na, was willst du denn hier? Ist dein Puppenwagen kaputt oder was suchst du denn hier auf dem Fußballfeld? Willst du nicht lieber einen Mittagsschlaf machen, so wie im Kindergarten? Ich bin zwar ein bisschen kleiner, aber ich bin kein Baby mehr. Da ist ja die Kleine. Na, spielst du noch mit deinen Kuscheltieren? Welcher Zwerg ist denn dein Fußballvorbild? Irgendwie riecht es hier komisch. Ja klar, wir kommen ja auch gerade vom Fußballplatz. Und wir haben den ganzen Fußballparcours gemacht. Das ist echter Torwartschweiß. Liegestütze, Torwartschweiß und Fußballparcours? Na toll, deshalb riecht der so eklig. Du weißt ja noch nicht mal, wie man Fußballparcours schreibt. Also, euer Geruch ist einfach nicht zu ertragen. Ich zeige euch jetzt mal einen ganz anderen Parcours, den Duftparcours. Na los, oder traut ihr euch etwa nicht? Wo ist sie denn eigentlich? Ich glaube, die hat sich versteckt. Wo ist sie da? So, der Duftparcours kann beginnen. Hier sind zwei Duftkerzen. Du hältst dir jetzt mit beiden Händen die Augen zu und errätst, welche Düfte die Duftkerzen haben. Danach bin ich dran. Das riecht aber ein bisschen komisch. Das riecht sehr süß. Und wenn ich jetzt gewinne, dann gebt ihr mir morgen beim Fußball eine Chance. Was soll diese Riecherei überhaupt bringen? Weil jeder etwas besonders gut kann. Und ich bin eben die Superspürnase. Augen zu. Und jetzt umdrehen. Das riecht, als wir im Urlaub auf Jüst waren, auf der Insel. Es riecht nach Meer und nach Sand. Oh, das riecht nach Palme. Nein, das riecht nach Kokosnuss. Augen auf, du hast ja alles richtig geraten. Wow, du bist echt die Superspürnase. Klatsch da. Tschüss, bis morgen beim Fußball. Ciao. Hey, Superspürnase, da bist du ja. Endlich!
Ja, komm, wir spielen jetzt und machen den Fußballparcours zusammen. Bist du dabei? Na klar, ihr Fußballnasen. Ja.